Das Tutorial wäre auch null hilfreich. Kuchen, das war so überhaupt gar nicht hilfreich. Mich wundert es, dass Jule mich noch gar nicht gesehen hat. Ich war da gefühlt 10 Minuten in diesem Haus und habe den Geist nicht einmal zu sehen bekommen. Ja. Irgendwann ging zwar das Licht aus und nicht wieder an und ich dachte mir, oh, okay, das Gruseligste an diesem Scheißspiel ist jetzt die Musik. Das Gruseligste war das Tutorial, weil ich nichts geblickt habe. Ja, Mann. So. Was ist der Code? Hast du... Dino, ich fick dich. Nein, ich fick Scheiße, Digga. 5. Ja, sag doch einfach das den Code, was ist dein Problem? Ja, ich Nein. 5. Julia, hast du dein Audio eingestellt? Ich hab's leiser gemacht, warum? Achso, dein Mikrofon in-game, meine ich? Wie in-game? Was? Du musst in-game auf Audio. Und dann dein Mikrofon da auswählen. Aber sollte normalerweise das ausgewählt sein, was auch. Ja, ist ja, es ist, ja. Ist drin. Ja. Was ist der Code? 5. Ja, aber es müssen doch mindestens 8 Zeilen sein. Nein, bei mir sind es 5. Es ist nur 5 verkehrt. Gibt's nicht. Okay. Wollt ihr vielleicht noch eine Wette platzieren, wer als erstes rumkriecht? Okay, können wir machen. Wer als erster einen Ton von sich gibt? Okay, warte. Ja. Okay, Dino, kannst du machen? Ja, ich mach. Fick mein Leben, quieken, lautes Atmen zählt alles. Fick mein Leben? Oh Gott, ja, fick mein Leben, sag ich auch so manchmal. Sag ich nach jeder Scheiße eigentlich. Fick mein Leben, sag ich, wenn ich jemanden grüßen will. Fick mein Leben, was ist bei dir, Bruder? Fick mein Leben, Digga. Da weißt du direkt ganz genau, was los ist. Tschüss, ja. Wenn du jemanden anrufst, Digga, fick mein Leben. Ah, was, Bruder? Sag nichts, so, Alter. Ich schwör. So der neue Shit, wenn man Mitgefühl sagt, ich fick doch dein Leben, Digga. Okay, wie machen wir nochmal Wettbewerb hier, Bruder? Contest. Ein Shot. Oh mein Gott, Digga. Wer wird dich als erstes einscheißen? Ich habe im Haus auch schon Bescheid gegeben, falls ich quietschen sollte. Die wissen Bescheid, wir zocken ein Horror-Game. Ich stell dir vor, die laufen, die hören nur so von unten so. Jule. Ace, Option 3, Dino. Ah. So. Hallo. Guck mal, wie Jule dieses Licht hält, Alter. Richtiger Spaß. Weil es bei dir ja auch so viel besser aussieht, du Hund. Guck mal bei Jule. Die macht rein, Kuckeritis, Alter. Guck mal, Dino, guck mal, Julia, mach mal. Knie dich hin und guck nach oben. die haben meinen Ring. Gollum. Oh shit, Alter, ja, Leute, ich glaube, wir müssen über Discord reden, wir haben gar keine Chance. Wir machen es so, okay, normalerweise, wenn man stirbt, kann man nicht mehr reden. Ja, aber die Sache ist ja die. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit dem Geist funktioniert zum Reden. Ach so. Das ist, also anscheinend, wenn du während im Game bist und raustappst, kann das nicht mehr erkennen. Also, ach, gut. Also wir machen dann so, dann wenn einer stirbt, dass er leise sein muss. Ja. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, was hier geht. Okay, was sind denn unsere Aufgaben? Digga, tu mal deine Faust runter. Geh mit deinem fetten Kopf hier weg. Tu mal deine Faust runter, Digga, was soll das? Wie schieße ich Bilder? Kann ich Bilder schießen? Nee. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Hinter dir den Geist, sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Wo gibt's hier ein Kruzifix? Erstmal einen Schlüssel mitnehmen. Direkt Spaß hier. Das ist eine Videokamera. Achso, mit der kann ich keine Fotos machen. Achso, okay. Das ist das, Alter. 1990er Videokamera. Ist halt echt so. Ich nehme mal dieses Geigometer hier. Dings da, wie das auch meist. Ich hab Blaulicht, Digga. Jetzt sind immer die ganzen Jizzflecken an der Wand. Jetzt lass mal reingehen, Digga. Ja, warte mal. Wir müssen erstmal hier gucken, was wichtig ist, so. Okay, lass reingehen. Ich hab einfach keine Taschenlampe, Leute. Ah ja, also, ich denk mal, das
es ist gut, wenn wir ab und zu was finden, dann legen wir die Sachen rein in unser Fahrzeug. Ja. Und dann kann man noch gucken, ob wir des Wahnsinns sind oder nicht. Okay. Kann mal jemand reinleuchten, Digga? Ich hab keine Taschenlampe. Jule muss vor. Oh, yay. Jule, wir sind hinter dir, alles gut. Geist, bist du da? Dunt? Na, warte. Geist, bist du wir da? Wir wissen gar nicht, wie der Geist heißt, ne? Wir müssen hier im Dings. Kein Beweis. Ja. Wer von euch hat das Thermometer? Ich hab gar kein Thermometer. Wir hatten gar keins. Doch, da war eins. Echt? Irgendwer von euch hat so ein weißes Fernbedienungsding mitgenommen. Das ist ein Dings. Das ist kein Thermometer. Nicht? Nee, das ist so ein gaussches Dings, Messgerät. Ach, shit. Okay, Licht hier funktioniert nicht. Oder doch? Ah. Was hier hat's Licht? In der Schabracke. Sieht an sich ziemlich chillig aus, Digga. Ich würde hier gerne wohnen. Ja, Mann. Klar. Schon nice mit einem Geist. Also, ich platziere mal irgendwo meine Cam und check die Lage. Okay. Kann mal Jule, kannst du herkommen? Jule, man kann die Tür aufmachen. Ah ja, das ist. Achso, da geht's raus, Leute. Ach, ist die Eingangstür? Hm. Wer Jule, von euch macht die Eingangstür zu? Ich hab sie zugemacht. Ich hab's zugemacht. Ich sehe hier nichts. Jule, komm mal her, ich brauch Licht. Hier, komm her. So. Ihr könnt auch zwei Sachen nehmen und eine Taschenlampe und einfach T drücken, das ist die Lampe und ihr könnt eure Items nochmal. Ah, ich hab's nicht aktiviert. So jetzt. Okay. Okay, ich geh mal ins Auto und check die Lage. Ich sehe absolut nichts, Digga. Was heißt denn, du gehst ins Auto, du bleibst hier, du Stück Scheiße? Ja, ich hab Kamera platziert, geht mal aus dem Raum raus. Ah, falsche Tür. Dino, haut erstmal ab, Alter. Ja, Digga, ich spiele hier strategisch, Bruder. Ja, dein Maul, Digga. Ja, ist klar. Du willst doch die Wette nicht verlieren, du. Feiges Huhn spielst du hier. Ey, wo ist der Ausgang, Digga? Lass ihn, Jule, der findet den Ausgang nicht. Ist halt durch die Hunde. Soll mir recht sein. So, bis jetzt spüre ich noch nichts. Ja, das. Alter, ist das ich sag riesig. Das, Alter. Ey, kann mal jetzt mal im Ernst, wo war der Ausgang? Stabile Waschmaschine auf jeden Fall. Da würde ich nichts waschen, Alter. Guck dir den mal an. Hat jemand dagegen geschissen? Hat jemand dagegen geschissen? Dino, hast du es rausgefunden? Können die auch schneller laufen? Ja, mit Shift. Das ist nicht schnell laufen, das ist. Jule, wo bist du? Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Oh, okay, wir sind vom Wahnsinn her alle ganz. Okay, ich sehe dein Licht. Warum? Ich habe die Taschenlampe an. Ich stehe direkt vor dir. Ist so dirt, man. Also, da das ein Horror-Game ist, hätte ich eine Idee. Wir sollten uns aufteilen. Das macht immer Sinn, Digga. Aber macht schon Sinn irgendwie. Macht schon Sinn auf jeden Fall. Eigentlich. Aber ohne wir haben nur eine Taschenlampe. Das ist halt Mist. Season, du musst langsam gucken. Dein Gemütszustand geht ziemlich runter. Jule, deine auch. Ja, also, ach, was heißt ziemlich runter? Ihr seid jetzt bei 88%. Achso, müssen wir hin und wieder einfach raus wieder oder wieder mit so. Ihr braucht Licht. Wenn ihr nicht im Licht seid, kriegt ihr Panikattacken. Jule hat doch Taschenlampe, das reicht doch, Digga. Was übertreiben die so? Richtig weinerlich, mein Charakter. Ja, Mann. Oh, was hat da gerade geleuchtet? Irgendwas hat da gerade geleuchtet. Das war wahrscheinlich die Taschenlampe von Jule. Nee, das ist in der Küche. Ich habe in der Küche eine Kamera platziert, deswegen. Okay. Ist so, Jule hätte eigentlich eine Blondine nehmen müssen und dann sagen müssen, wir sollten uns aufteilen. Instant tot. Okay, lass mal kurz. Okay, lass kurz rausgehen. In der Küche passiert nichts. Wie heißt diese Hure? Gute Frage, halt. Steht nicht irgendwo, wie der Geist heißt. Crazy sind auf diese. Alter, was kommt hier rein, diese Psychopathen? Ist so. Die Pinnwand immer aktuell? Nee, die. So. Ah, nee, wir müssen fragen, wie sie heißt und so. Die antwortet doch nicht. Der Name steht auf der Wand. Ich wand die. Oh, jetzt. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sie sieht aus, als wäre der Name des Geistes Mark Thompson. Tja, was für ein Schmutzname. Sprechen Sie den Namen des Geistes, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal J zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Weise auf die letzten Seite zu hören. Mark Thompson, Digga. Mark Thompson, hallo? Hören Sie mich? Du bist doch noch gar nicht im Haus, Bruder. Digga, vielleicht ist er hier draußen. Ach, der Geist reagiert auf Gruppen, okay. Dann. Okay, Leute, ich bin drin.
Also in der Küche habe ich nichts gesehen. Sagt er und dann gammelt der Geist da drin rum. Ey, wir haben hier eigentlich zu wenig Licht, Freunde. Ja. Mark Thompson. Mark Thompson drin. Ich glaube, wenn du dreimal Mark Thompson sagst, taucht der hinter dir auf. Mark Thompson, Mark Thompson, Mark Thompson. Übertreibst du dich, du darfst deinen Namen nicht so oft sagen. Jule, mach mal bitte Licht in Küche, Le. Ich glaube, hier geht gar kein Licht mehr. Ich sehe nichts, Digga. Ja, nee. Das Licht ist, auch Licht so. Ist geht nicht mehr. Nee, nein. Mark, wie alt bist du? Das ist keine Bloody Mary, doch, Bruder. Mark Thompson. Scheiße. Jule, mach mal Licht. Also jetzt. Ich verstehe das nicht. Warum seht ihr meine Taschenlampe nicht? Wir sehen deine Taschenlampe. Ich habe Licht an. Ja, aber. Du hast noch eine Taschenlampe. Warte, guck mal. Jetzt hängt mal auf, so dumm rumzulaufen. Jule, geh du vor, wir laufen dir hinterher. Jo. Ich bin umzingelt von Psychopathen. Marc, was hast du letzte Woche getrieben? Und dann kommt so als Antwort, fick mein Leben. Bloody Marc. Ich hab nur dieses perverse ultraviolette Licht. Ja, echt so, Digga. Huff hier oder was? Mark Thompson. Ich seh nichts. Bruder, wo seid ihr? Ich seh nichts. Jungs! Jungs, seht euch! Warum ist es so dunkel? Alter. Weil Julia eine schwache Taschenlampe hat. Es gibt auch starke, die man kaufen kann. Okay, gut. Ich hab keinen Beweis gefunden. Ey, ich seh gar nichts. Mark Thompson. Oh, hey, Leute, hier ist nichts. Oh, warte. Ich seh so ein. Oh mein Gott. Hier ist so ein Dings. In der Luft so war so kalte Luft mäßig, so ein bisschen. Ah. Kalter Atem von Jule war gerade. Mark von Thompson. Mir? Sollen wir nochmal hochgehen? Warte. Noch höher. Ja. Hat das Ding keinen Keller? Ein Keller wäre viel geiler. Okay, hier drin ist aber gar nichts, Digga. Ey, ich weiß nicht, wo ich bin, Freunde. Wo seid ihr? Okay, ich sehe hier, Wer atmet da noch? Ach, guck mal, das ist ein Handabdruck. Was, wo? Das ist ein Handabdruck. An der Scheibe ist ein Handabdruck. Oh ja, lass mal hingehen. Lass jetzt mal untersuchen. Was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Also, wir müssen auf jeden Fall normal. Mach mal mit deinem Blaulicht. Beweis, Fingerabdrücke. So, habe ich jetzt. Okay, warte. Frag das neue Journal ein. Okay, wir sollten, glaube ich, wieder zurück. Wir werden langsam verrückt, glaube ich. Okay. Mark Thompson. Ich glaube, man muss dem auch Fragen stellen, statt nur seinen Namen zu. Hört ihr das? Okay, warte. Ich spüre etwas. Wir wollten dir helfen, du Hund. Wollen wir das? Eigentlich schon. Soll man nicht mal rausgehen? Okay, lass mal kurz rausgehen. Jule geht vor. Ich sehe nichts. Von mir aus. Wer piepst hier rum, Digga? Sessa piepst. Tut doch gar nicht. Aber wir haben auch kalten Rauch gefunden, ne? Ja. Wie heißt es? Ah, Gefriertemperatur. Kalter Atem oder sowas. Oder? Okay, also laut der Tafel sollen wir einen Raum finden, der 10 Grad hat. Und ich würde sagen, das war der. Okay, das war der. Auf jeden Fall. Ja, warte, kommt mal mit, dann platziere ich meine Kamera dort. Ah ja, ja, genau. Marc, wir wollen dir helfen, beruhig dich. Mit dem. Ja, Digga, ich hör's. Ey, meine Taschenlampe ist defekt. War das hier, Jule? Ich sehe nichts. Hey, wir waren doch oben, wir sind nur gerade runtergegangen. Ey, ich hab auch keine Kamera mehr. Okay, hier ist alles kalter gut. Atem, hier ist kalter Atem. Ich glaube, wir sollten raus. Sollten wir das? Ja, also ich habe keine Cam mehr. Ich muss eine Cam holen. Wo ist die Cam? Ich weiß nicht, die ist einfach weg. Wie weg? Ich habe einfach nichts mehr. Du hast doch was in der Hand. Was hast denn du in der Hand? Okay, meine Taschenlampe stimmt bind. Okay, es ist in der Nähe. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abbrechen. Der Atem kommt immer weiter. Mark Thompson, wir gehen jetzt wieder, weil du kommst ja nicht raus. Okay, können wir raus? Ja. Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin bei euch, ne? Das Telefon ist unten, ne? War das schon so? Was ist unten? Der Telefonhörer hier. Oh, scheiße, ist euer letztes Licht auch kaputt? Was für ein Ding? Es geht doch gar nicht kaputt. Also. Im Übrigen, da liegt. Taschenlampe auf dem Boden. Ich wollte gerade sagen. Hat sie da hingetan, Digga? Digga, wieso tust du dir da hin? Heb sie auf, dort. Ich kann sie nicht aufheben. Guck mal, wie der aussieht, Digga. Was machst du da? Ah, jetzt. Was ist falsch mit euch? Okay, geht runter, Alter.
Aber ich weiß nicht, wo die Cam ist. Marc, du hast schon Angst gemacht, wir haben keinen Bock mehr. Marc, du bist doch ein richtiger Spielverderber. Also, raus mit euch. Okay. Oh, warte mal, hier sind... Ne, das ist nur die Lampe. Achso, kein Problem, Marc. Die war doch in der Küche oder so. Wir haben bis jetzt nur Fingerabdrücke, gell? Sie ist in der Küche. Okay, was Ah, meine Kamera ist noch dort. Ist sie dort? Ja, sie ist da. Siehst du sie? Ich sehe sie nicht. Nee, meine Kamera ist in der Küche. Jule, ach so, ich dachte, der Geist ist in der Küche. So, ja, Ding, also hier hat den Geist, sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Wir brauchen einen Kruzifix, Alter. Hey, unser Gemütszustand, der geht gar nicht wieder hoch, wenn wir hier sind. Der geht immer runter. Nein. Nein. Ah, jetzt geht er hoch. Okay. Tabby, wie fake mal. Also, habt ihr was in euer Journal eingetragen? Kalter Atem, stimmt, habe ich vergessen. Warte, Beweis 2. War das kalter Atem? Ja, ja, ja. Also da gibt es nur Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen sind überall andere Beweise oder immer das gleiche? Immer das gleiche. Okay, dann Gefriertemperaturen. Was ist EMF? Was ist EMF? EMF ist dieses... Warte, EMF ist doch dieses Ding in meiner Hand, oder? Ah, okay. Hat das nicht ausgeschlagen, als wir dort waren? Ein bisschen. Nur zwei Lichter. Hey, hier. Ich habe gerade noch ein Notizbuch gefunden. Was soll ich da ist ein Notizbuch? Das können wir auf den Boden legen. Dann schreibt er vielleicht was rein. Ja, stimmt. Komm, lass es mal in diesen Raum reintun, wo der kalte Atem war. Aber ich bin immer noch bei 50%. Also es geht nicht so wirklich hoch. Ach, los. Ja, aber ich glaube, so schnell hoch geht es nicht. Ja, gut. Kommt schon. Lass erst in die Küche gehen, die Cam holen. Ja. Dann lege ich das Notizbuch hin und dann mache ich Cam aufs Notizbuch. So richtig pervers. Einer von uns wird jetzt eh verrecken. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Kalter Atem habt ihr. Also Küche war wo? War glaube ich hier links, ne? Ich sehe nichts, Alter. Nee, war sie nicht. Nee. Red dich nicht raus, ich red mich nicht raus, Digga. Ich denke an meinen Charakter. Ich glaube hier links, Jule. Ja. Ja. Und dann musst du die auf den Tisch gelegt haben. Ja, da ist, ja, sie. Da ist sie. Okay. Also der Shit... Wir gehen jetzt hoch, wo der kalte Atem ist. Ja, weil meine... Also ein Schlag oben. Mann, hier überhaupt gar nicht. Ist so, Hugo. Dino stellt eine Cam auf und vergisst erstmal, wo die Cam ist. Digga, Dino, du gehst mir auf den Sack mit deiner Taschenlampe, Alter. Lass die doch an, Alpha. Drum sparen wir uns. Okay. Mark Thompson, also, bist du da? Das war dieser Raum hier, ne? Warte. Mark Thompson. Ja, da ist noch ein Handabdruck. Ich leg mal das Notizbuch hier hin. Mach mal Licht auf den Tisch, Jule. Wie viel Licht brauchst du denn noch? Warte, ich muss jetzt noch meine Cam hin tun. Bruder, ich hab 4 Lichter. Leuchte in die Richtung. Wo ist meine Cam? Mach mal Licht. Ich hab... Ja? Ja, jetzt hier. In die Richtung Tür bitte Licht auf machen. Den Tisch, auf den Tisch. Ich hab noch eine Lampe, entscheidet euch! Ja, ich lieg mein Ding, Digga. Und außerdem müssen wir aus dem Raum gehen, wenn ihr wollt, dass da jemand was... Ah, die Tür geht zu! Ey, Marc, beruhig dich, Bruder. Marc! Beruhig dich, Marc. Ich hab dir ein Notizbuch getan. Marc Thompson, ich will dir nur helfen jetzt. Schill doch dein Leben. Okay. Marc Thompson, guck mal, da liegt ein Notizbuch. Schreib's einfach rein, Digga, was so in deinem Tag so gelaufen ist. Okay, lass mal jetzt in Dings gehen. In Dings gehen? Ins Auto. Ich hab da jetzt ein Notizbuch platziert mit Cam. Ich höre irgendwas. Und es war hinter mir. Ich bin weg. Der hat kurz ein paar Möbel rumgeschmissen, glaube ich. Ey, Leute, kommen wir hier raus, ja? Digga, Marc, wir haben nur Buch platziert. Beruhig dich, du Hund. Chill, du kleiner Bastard. Die Tür ist abgeschlossen. Nein. Ja, Mann. Wer hat den Schlüssel von euch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich sehe. Okay. Sehr gut. Ich habe den Schlüssel mitgenommen, zum Glück. Aus hier, Digga. Das schmiert so viel Unfug. Das schmiert so viel los hier, Alter. Fick dich, Marc. Gib's ihm. Okay, was geht bei unseren Dingern? 31, Digga, da geht locker noch eine Runde. Bruder, wer hat das Buch platziert? Digga, wer hat die Cam so platziert, Alter? Julia hat nicht richtig Licht gemacht, das war das Problem. Ja, ja, klar, ich bin's wieder, ist klar. Guck mal, guck dir
mal die Cam an, Digga, was soll man da sehen? Der hätte wenigstens in Richtung Tür machen sollen. Hä? Die Cam ist weg? Hä, hey, nein. Ja, geh mal auf die Cam wieder. Hä, die Cam ist weg. Er hat die Cam genommen. Der macht bestimmt Nacktbilder jetzt, der Mach, Hund. Mach, du Stück Scheiße, ich krieg die Cam zurück. Der ist auf Klo und jackst dich, Digga, ein. Mach, der macht die Magie, Digga. Der macht jetzt Selfies von sich und legt die Bilder dahin. Ja. Ja, okay. Ich würde sagen, guck mal. Damit wir Geld kriegen, muss einer auf jeden Fall überleben. Ich würde sagen, ihr beide geht rein. Ich werd geopfert. Ich fass es nicht. Okay, komm. Warte, was geht? 30%. Komm, jetzt gehen wir rein. Also, schnell rein. Schnell Cam rein, Film. Raus. Jule muss vor mit der Cam. Mit der Cam. Mit der Cam. Okay, Jule, wenn du merkst, wir sterben, rette dich einfach. Hauptsache, wir kriegen Geld. Geld, Digga. Mann. Haben wir nicht noch einen Beweis gefunden? Nein. Ist jetzt noch gar nichts. Was, das ist eine Geisterbox? Der hat ein paar Möbel umgeworfen. Bringt das was? EMF, das Ding ist Ebene 5, nee, Geisterbox. Haben wir nicht. Was für ein Geistertyp das vielleicht ist. Wie ist der gestorben, der Bruder? Warte jetzt, mal. Wir gehen mal hoch und gucken, ob er was in ein Buch reingeschrieben hat. Bin ich da. Okay. Ich schaue nur ganz kurz, ob wir noch mehr Infos haben, was, wieso er gestorben ist oder wie er gestorben ist. Das sieht so behindert aus. Mach mal. Ich denke, du hast kein Rückgrat, Digga. Was ist das? Wie sieht es aus, wenn man läuft? Warte, Digga, das sieht aus so richtig behindert. Guck mal, das Spiel. Ich denke, Alter, what the fuck? Das soll ein Horror-Game sein, Digga. Ich lach mir einen ab. Ich glaube, es haben die extra so gemacht, Alter. Jetzt kommst du, oder was machst du? Ah, ja. Okay, Juli, los. Ich bin hier mit zwei Spasten unterwegs. Du bist der größte Spast. Also, Marc, wir kommen jetzt wieder rein hier, ne? Marc, okay. Beruhig dich. Marc Thompson, ganz ruhig, Digga. Seid ihr euch sicher, dass der so hieß? Ja. Ey, ich hab meine Taschenlampe wieder weggeschmissen. Dein Ernst? Wieso machst du das? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, Alter. Okay, habt ihr's? Nein. Ja, ihr sollt nicht auf euch leuchten. Leuchtet dort. Ich denke, Dino spielt gegen uns, Digga. Ich glaube auch. Marc Thompson, wie bist du gestorben? Marc Thompson, wie alt bist du? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wer platziert die Kamera so? Okay, steht da was drin? Steht gar nichts, Digga. Stück Scheiße. Der ist Analphabet. Ist das Beweis 3? Mach mal Licht auf den Tisch, dass ich das Buch mitnehmen kann. Ich habe hier vier. Okay. Wo? Juli, machst du das gerade mit deinem Licht oder? Er ist da. Oh, da ist das Licht runtergefallen. Ja. Ich spüre ihn. Ja, Mann, ich. Ich höre ihn. Der kotzt gerade. Er hat mich mitgenommen. Ah, der ist gerade in die Ecke hier rein. Der war da gerade. Dieser Hund! Okay, Juli, du darfst leider nicht mehr reden. Juli ist tot. Guck mal, Julian. Ja, hier ist noch was. Was ist das? Nimm das. Warte, ich sehe nichts, Digga. Hallo? Marc Thompson, bist du da? Bruder, er ist definitiv da. Hast du ihn gerade nicht gesehen? Vielleicht ist er wieder weg. Warte, ist das EMF weg? Guck, leuchte mal auf den Boden. Habe ich das, Ja, du hast genau. Ja, aber mein EMF ist weg. Was soll das, Digga? Scheiße, Juli ist weg, Digga. Was soll man machen? Bruder, ich sehe dich, wo bist du? Bin hinter dir. Okay. Nimm das Notizbuch mit. Scheiße, alles, wir gehen. Warte, ich hab meinen. Marc Thoms. Sag etwas, ein Stück Scheiße. Marc, was ist passiert? Ey, wieso? Achso. Juli hat nämlich mal irgendwie gekreist. Juli sagt einfach nur, ja, der nimmt mich gerade mit. Marc, was ist passiert, Bruder? Marc, Bruder. Ich weiß, dir geht's nicht gut. Bist du noch in dem Raum? Ah, okay. Gib was von dir. Lass mal wieder rausgehen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was bekommen, oder? Mein EMF ist weg. Das blicke ich gerade nicht. Ich höre das doch die ganze Zeit. Nein, das ist dieses Walkie-Talkie. Ah, jetzt ist wieder da, Digga. Achso, das war schon da. Ich hab's nur nicht gesehen. Hast du das Notizbuch mitgenommen?
Nee, ich konnte es nicht mitnehmen. Ja, doch, das geht. Aber ich konnte es nicht mitnehmen. Mit E, oder? Guck mal nochmal, das braucht einen Weg. Oh shit, what the fuck? Oh nice, ich kann Fotos schießen, das ist gut. Lass mal in den Raum. Komm mit. Warte, wir müssen hoch, oder? Nee, warte. Hier. Ist der überhaupt. Der ist aber nicht mehr hier wahrscheinlich. Ja, der ist nicht mehr hier. Stück Scheiße, Digga. Okay. Notizbuch ist. Warte, geh mal weg. Der ist mitgenommen, oder was? Ja. Geh weg. Fixer. Verpiss dich aus dem Ding. Du hast nur noch zwei Bilder, gell? Jetzt hör auf, überall Bilder zu machen. Ich bin Kameraman. Okay, lass mal raus. Hackerman, Digga. Geht das Licht wieder an? Nein. Okay. Nee. Ach so, okay. Drück T. Ah, perfekt, ja. Dankeschön. Aber das flackert die ganze Zeit, das Licht. Das ist gewollt, glaube ich. Ich höre ihn. Ja. Ach, hier unten liegt ein Teil. Kannst du das noch nehmen? Was hast du? Da, dieses Infrarot-Ding. Ich sehe es nicht. Hier, Bro. Hier, Bro, wo ich hinleuchte. Du musst mich verarschen, da ist nichts. Okay. Ah, jetzt kommt er hier. Okay, ich hab's genommen. Okay, lass Jackson, Digga, richtig hier. Ich schwör, Mark, du hast dich verändert. Mark, du hast dich richtig verändert, Digga. Mark Thompson ist ein Hund. Fick dich! Wenn das Licht flackert, heißt es, der Geist ist auf der Jagd. Ah, okay. Okay. Jo, war nice. Okay. Wie kann ich jetzt die Fotos von meiner Kamera durchschauen? Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Okay. Ja, ich würde mal sagen, die Mission haben wir richtig gut absolviert. Das war eigentlich schon abnormal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Das war richtig schön. Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.